Leute, wie geil ist das denn? Ich bin total sprachlos. Ja, cool. Hat der Rückfahrkamera? Nein, hat er nicht. Oh, wir haben grün. Tafelgeschirr fahren wir. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, weil ich mir nicht sicher war, was wir nochmal für eine Fracht haben. Und wie das mit der Leistung hier zusammenhängt. Aber ich denke schon, dass der Truck ordentlich Power hat. Aber er hört sich an wie ein großer. Richtig gut gemacht. Das Soundprofil. Das klingt schon ziemlich gut. Da möchte man ja gar nicht mehr reden, sondern nur noch zuhören. Wir genießen einfach mal ein bisschen das Soundprofil des Trucks. Der Truck hat auf jeden Fall, oder der LKW, ist ja egal. Hat auf jeden Fall Zwischengas beim Runterschalten. Finde ich ziemlich cool. Das heißt, er passt nochmal kurz vorm Runterschalten die Drehzahl an. Zumindest hört es sich so an. Bin mir aber nicht sicher. Auf der Autobahn. Gucken wir mal. Die Beleuchtung ist der Hammer. Ich denke, die Beschleunigung hat auch viel mit der PS-Zahl zu tun vom Truck. Wir werden hier nicht die Top-Ausstattung bekommen haben. Aber ich denke mal, wenn wir unseren ersten Truck kaufen können, dann könnte es passieren, dass das ein Volvo wird.
Würde ich jetzt mal so grob behaupten. Ah, wir müssen gar nicht rüber. Jetzt wird es auch langsam hell, das ist sehr gut. Dann sehen wir nämlich auch was von diesem wunderschönen Truck. 4.37 Uhr, glaube ich, haben wir aktuell. Ja, das ist sehr schön. Dann werden wir mit der Tour noch auf jeden Fall im Hellen ankommen. Dann sehen wir auch was davon. Das Warnsystem reagiert übrigens erst, wenn man einen Blinker setzt. Weil jetzt piept es ja nicht, weil jemand nah dran ist. Aber wenn ich jetzt links blinke, sagt er mir, hey, stopp, da ist einer. Das Fahrzeug ist wie für mich geboren. Mir kann nie mehr was passieren. Ja, es sieht schon schön aus, ne? Wir können ja ein bisschen in der Außenperspektive fahren, müssen uns nur das Navi einblenden lassen, sonst haben wir ein Problem. Vielleicht bekommen wir gleich auch ein bisschen Sonnenaufgang gezeigt. Der dürfte links von uns sein. Oder irgendwo. Mir fällt gerade ein, wir müssen noch nach Oakdale, weil sonst fehlt uns Oakdale noch. Und hier fahren wir, glaube ich. Ja, ich hoffe, das zählt. Das dürfte für Fresno reichen. Wie schön kann ein Truck sein? Volvo denkt sich, ja, machen wir. Zum Glück ist mir das gerade noch eingefallen, weil sonst wären wir an dieser Stadt vorbeigefahren und hätten sie wieder vergessen. Alles geschieht hier auf Hoffnung, dass ich genug Zeit habe. Achso, Stockton kennen wir ja schon. Ich war gerade überlegen, warum erkennt er das nicht? Alles gut, Leute. Tja, und dann müssen wir auch warten, ne? Tagsüber natürlich viel schöner zu fahren. Man sieht mehr. Ja, heute habe ich ein bisschen Kopfschmerzen.
Ich hatte seit Ewigkeiten keine Cola mehr getrunken, sondern habe mich komplett auf Zero eingeschossen. Ihr wisst ja, früher Mezzomix, Cola, durchgehend, in einem Wups in den Hals. Das mache ich nicht mehr, sondern bin auf Zero und Wasser umgestiegen. Und natürlich tat das meinem Körper gut. Aber gestern hatte ich mich dann verleiten lassen, weil es so heiß war. Also zwei Gläser Cola mit Zitrone war super lecker. Heute habe ich Kopfschmerzen. Ich vertrage das mit dem Zucker nicht mehr. Mein Körper möchte jetzt, weil ich zuckersüchtig war, Schrägstrich leicht noch bin, weil den Zucker hole ich mir woanders, aber nicht mehr aus den Getränken, kriege ich Kopfschmerzen am nächsten Tag und muss meinem Körper entweder sagen, nein, du kriegst jetzt keinen Zucker, oder werden die Kopfschmerzen stärker. Das ist wie so eine Sucht halt. Oder ich sage dem Körper, ja, du bekommst Zucker oder du bekommst eine Tablette, dann habe ich Ruhe. Ja. So, wir biegen jetzt hier einmal über die Ausfahrt ab, über die Brücke links rüber zur Stadt Oakland, glaube ich war es. Oder Oakdale, ich bin mir nicht mehr sicher. Oakdale. Wie schön das Wetter gerade ist, unfassbar. So, mal eben die Ansicht genommen für ein wunderschönes Foto. Krass, dass man hier immer noch 55 Meilen fahren darf. Ich meine, ich feiere das gerade. Sehr gut, wir müssen nicht bis zur Markierung fahren. So. Sehr gut. Gar nicht sicher, ob das der Highway ist hier vorne, auf dem wir jetzt gleich wieder auffahren, oder ob das einfach nur, ja, wie heißt denn Schnellstraße? Speedway? Gibt es Speedways in der USA? Vielleicht, dass man da einfach nur schneller fahren darf. Ne? Bin mir da relativ unsicher, was das angeht. Das war doch herrlich, oder? Das war traumhaftes Einfädeln. Und nicht aus den Füßen kommen. Der Busfahrer hinter uns fährt gerade lang in die Linien, weil er eigentlich überholen wollte. Durch das Überholen hat er aber Leistung verloren und hat sich wieder hinten eingereiht. Finde ich gut. Wie schön es einfach ist, ne? Abgesehen davon, dass immer diese Wüste ein Thema ist.
Dieses trockenheiße Klima, das wäre, glaube ich, nichts für mich. Fahren würde ich trotzdem so einen LKW safe, auf jeden Fall. Mega cool. Die haben ja alle Klima. Denen geht's gut da drin. Ist natürlich kochend heiß alles. Wie viel Grad haben wir es hier? Steht das irgendwo? 21 Grad. Okay, 21 Grad. Wir haben aber auch erst 7 Uhr morgens. Haben wir hier morgens aktuell auch 21 Grad. Aber eine ganz höhere Luftfeuchtigkeit. Ne? Also hier ist es trockener. Hier ist es eine trockene Hitze, bei uns ist es eher eine feuchte Hitze. Und das ist der Unterschied, warum es hier so ekelhaft ist. Schönes neu bepflanztes Gebiet hier. Schön mit vielen Bäumen. Was ich natürlich cool finden würde, wenn es ein bisschen realistisch wäre, dass wenn man die Strecke in einem halben Jahr zum Beispiel fährt, dass die Bäume gewachsen sind. Aber was mir immer noch fehlt, was mir fehlt? Doch, oder? Ja, was mir fehlt. Sind Stürme, Unwetter, also richtig krasses Unwetter, dass ich sagen muss, ich stelle mich jetzt an den Rand, mach die Warnblinkanlage an und für heute ist finito. Sowas in die Richtung, der Busfahrer versucht schon wieder zu überholen. Der fährt vielleicht 5, na, noch nicht mal 2-3 Meilen mehr als wir und zieht jetzt gemütlich dran vorbei. Finde ich gut. Ich denke auch mal, dass wir unseren Vordermann jetzt gleich überholen müssen, weil wir sind dann doch ein Ticken schneller im Rollen als er. Das Elefantenrennen beginnt so gesehen. Mit der Hoffnung, dass ich jetzt nicht abbiegen muss oder so. Weil sonst müsste ich entweder bremsen oder aufs Gas treten. Ja, und das ist die deutsche Realität hier, ne? Gerade. Das passiert ja ununterbrochen, genau in diesem Tempo. Genau in diesem Tempo. Süß. Ja, Elefantenrennen, ne? Wie viele Kameraperspektiven es gibt, die man kaum benutzt. Wobei die sehr schön aussehen. Alles perfekt funktioniert. Bin begeistert von mir selbst. Nice. Nur was ich jetzt gerade befürchte, ist die Tatsache, dass ich, nun ja, gegebenenfalls zu lange brauche für den Auftrag. Nein. 40 Minuten sind wir da. Restzeit haben wir noch 5 Stunden. Also den Umweg, den konnten wir fahren ohne Probleme. Sehr gut. Ich glaube, wir sind ja jetzt eh da in Fresno. Ich kann mich mal daran erinnern, dass das anders ausgesprochen wird. Das Thema hatten wir schon mal im ATS. Ja,
Okay, wir müssen hier auf der Seite bleiben, um nach Fresno zu kommen. Eine halbe Meile, glaube ich, können wir rechts abbiegen. Ja, sehr gut. Scheiße! Ja, voll drauf, ne? Passiert. Oh, komm schon, nicht runterrollen. Ich werde mit dieser Bremse nicht warm. So hardcore zu drücken. Viele schreiben, da ist ein Gummi, also ein Gummiwiderstand hinter, aber ich schraube ja ein neu gekauftes Lenkrad nicht auseinander, wisst ihr? Wie ich das meine? Weil dann ist meine Garantie futsch. Wenn jetzt gleich nicht erster Aufenthalt in Fresno kommt, dann fahre ich weiter geradeaus. Gut. Das Game hat mich gehört. Und respektiert. Finde ich gut. Ja, komm, das kriegen wir bestimmt hin. Moin! Eure Ware ist da. Was gibt's überhaupt? Tafelgeschirr. Euer Tafelgeschirr ist da. Hier ist eine erhöhte Rampe. Fast nicht gesehen. Oh, fuck. Ah, okay, alles gut. So, hier müssen wir jetzt einmal drehen. Aber eben beim Unfall, da habe ich safe den Abstand unterschätzt von der Motorhaube. Weil sonst wäre mir das niemals passiert. So eine Scheiße manchmal, echt. Ja, ich glaube, so sieht's gut aus. So können wir arbeiten. Ich habe gerade nur die Problematik, dass ich nicht sehe, wo ich hin muss. Schön vorsichtig sein. War ja klar. Ja. Ein bisschen spät.
Sehr schön. Haben wir geschafft. Ob schräg oder nicht, ist egal. Wir haben es geschafft. So. Alles gut gegangen? Keine Schaden? Ja, sehr gut. 6.228 Euro eingefahren. Und dann Level Up. Dann werden wir nun Klasse 3 sind brennbare Flüssigkeiten fahren dürfen. Sehr gut. Gut, wir sehen uns im nächsten Part. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Bis dahin, bleibt wer seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski. Macht's gut. Ciao.